Gaudenz Domenicus ist der 27. November 2018. Der Arno Del Curto hat nach 22 Jahren den Rücktritt bekannt gegeben. Wie wird der Tag in Geschichte eingehen beim HC Davos? Ja, für den HC Davos ist eine Ära zu Ende gegangen, oder? Das muss man sehen. Das ist nicht einfach eine Kleinigkeit, sondern das ist ein Umbruch, oder? Und ich bin jetzt sehr gefordert mit dem Verwaltungsrat, dass wir den können, vernünftig gestalten können. Das wird sehr schwierig sein. Es ist immer schwierig, einen Nachfolger zu einer Legende zu finden. Nochmal kurz, bevor wir vorwärts schauen, schauen wir vielleicht noch ein bisschen retour. Wann ist der Entscheid gekommen vom Arno Del Curto? Wie hat er Ihnen Bescheid gegeben? Ich hatte heute Morgen ein Meeting um 9 Uhr mit dem Arno Del Curto und dann hat er mir den Entscheid mitgeteilt. Ich habe gewusst, wir haben uns in den letzten Tagen uns ziemlich austauscht. Ich habe gewusst, dass das eine Möglichkeit ist, dass er sich so entscheidet. Wir hätten uns gewünscht, mir, das bin ich, also aber auch der Verwaltungsrat, dass er sich anders entscheiden würde. Wir haben den Eindruck gehabt, eben der leichte Aufwärtstrend, den wir uns erhofft haben, den hat man angefangen gesehen. Und haben darum eigentlich das Gefühl gehabt, da könnte man weiterarbeiten und wir hätten das auch begrüßt. Aber es ist ein Entscheid, der sehr zu respektieren ist und den wir so haben müssen entgegennehmen heute Morgen. Es ist natürlich schwierig, ihn jetzt momentan zu erreichen oder mit ihm auch zu reden. Können Sie uns vielleicht seine Gründe mitteilen? Was hat er Ihnen gesagt? Er hat mir eigentlich keinen Grund spezifisch gesagt heute Morgen. Wir haben, ich habe schon gewusst, er hat mit der Niederlage gerungen, mit der Tatsache, wie erreicht er die Mannschaft noch. Er hat schon, da kann ich nur sagen, was er schon vor vielen Jahren immer gesagt hat, im grossen Erfolg noch. Er hat gesagt, wenn ich mal die Mannschaft nicht mehr erreiche, dann gehe ich sofort. Und er ist ein Mensch, der immer sehr konsequent war in seinen Entscheidungen und in seinen Entscheidungsfindungen. Und darum, irgendwo dort ist es wohl gelegen, oder? Er ist unter Druck gewesen, das ist ganz klar gewesen in den letzten paar Wochen. Mit den Niederlagen, die wir hatten. Und das hat irgendein Gesamtbild bei ihm gegeben, das ihn überzeugt hat, es ist besser, er macht nicht mehr weiter. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, wäre es aus Ihrer Sicht oder auch auf Club-Ebene eher mit ihm weitergegangen? Wir haben ja das eigentlich den Druck, der ja kommt, wenn man sportliche Misserfolge hat, mit dem haben wir wollen, relativ geduldig umgehen und haben gesagt, wir schauen, wir glauben da, dass man das kann wiederkehren und haben gesagt, wenn wir dann aber immer noch in ganz grossen Schwierigkeiten sind und die Weihnachten, dann müssen wir alles auf den Tisch legen, aber wir haben eigentlich gehofft, dass man mit ihm kann weitermachen und dass er das macht. Und wir haben eigentlich Anzeichen von dem Aufwärtstrend, den wir uns erhofft haben, gesehen. Der letzte Match war 5-1 gegen den ZSC. Das war ein guter Match. Ich war im Stadion. Aber das hat ihm scheinbar nicht genügt und er hat den Entscheid getroffen. Sie haben eigentlich geplant mit ihm bis zum Jubiläum 2021. Die Halle wird umgebaut, die Trainingshalle ist gebaut worden, auch ein bisschen aufgrund von ihm, weil er das auch unbedingt, glaube ich, hätte wollen. Das ist jetzt wie alles ein bisschen vorbei und weg. Ja gut, da kommt jetzt natürlich der Club an sich als Thema und für den ist natürlich hervorragend, dass er jetzt infrastrukturmäßig wirklich hervorragend dasteht. Wir sind auch sonst eigentlich, außer im sportlichen Bereich, stehen wir eigentlich gut da. Wir haben ein Team, das gut zusammenarbeitet, wir haben gute Sponsoren. Also es hat jetzt einfach den sportlichen Einbruch gegeben, anfangs dieser Saison, aber dass der Club als Institution im Moment durch das alles sehr gefestigt wird. Und das hätte ich eben sehr gerne auch mit dem Arno Del Curto zusammen noch können feiern. Und die Früchte von dem, das hat enorm viel mit dem zu tun, dass er 22 Jahre in dem Club enorme sportliche Erfolge hat können erzielen, den Nachwuchs haben wir können ausbauen und dass man da auch eben die Früchte sozusagen noch hätte können ernten am Schluss und dann hätte man können so gehen. Das wäre das, was ich mir gewünscht hätte, ja. Klar, die Erfolge, was er alles erreicht hat mit dem Club, mit vielen jungen Spielern, auch immer wieder Umbrüche, das hat man immer wieder gehört. Was würden Sie jetzt im Nachhinein sagen, was hat Arno Del Curto beim HCD alles bewirkt?
Ja, man muss zurückgehen, oder? Wo er angefangen hat, das war so kurz nach der Ära, wo man eigentlich noch Amateurclub hatte, oder? Die ganze Professionalisierung, da hat es eine unglaubliche Entwicklung gegeben. Also ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber damals, als er angefangen hat, war das Budget von einem Club vielleicht 3-4 Millionen gewesen. Und jetzt sind wir 25-26. Das ist eine völlig andere Welt geworden. Wir sind, jetzt wird es auch im Stadion manifestiert sich das, wenn das fertig ausgebaut ist, in einer Trainingshalle, wo der Club aus eigener Kraft konnte finanzieren. Und zu all dem, dass man sich konnte halten in den Bergen, und so eine Institution aufbauen in den Bergen, wo eben andere Bergclub das nicht überlebt haben. Der einzige, der auch noch einigermaßen dabei ist, ist Ambri. Das ist unglaublich viel ihm zu verdanken. Oder das hat auch ein paar andere gebraucht, aber die sind auswechselbar. Aber er als zentrale Figur, die das aufgebaut hat, ist da zentral dafür gewesen. Und darum sagt man, die Ära del Curto, das ist nicht die Ära von sonst irgendjemandem. Genau, er hat ja nicht nur Trainer gemacht, er war Sportchef gewesen, er hat vieles anderes auch angerissen. Hat man jetzt trotzdem irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht auch mal besser oder anders wird, indem es Arno del Curto nicht mehr ist, dass vielleicht wieder gewisse Jobs auf mehrere Leute verteilt sind und vielleicht auch so ein Umbruch entsteht? Ich nehme an, es wird nicht wieder so eine dominante Persönlichkeit können geben. So eine gibt es einfach zu wenig auf der Welt, oder? Unmöglich ist nie etwas, aber mit grösster Wahrscheinlichkeit werden wir in dem Sinne ein normaler Club. Und da sind wir eben sehr froh, dass es uns gelungen ist, in dieser Zeit, wo er da so viel beigetragen hat, die restlichen Strukturen so aufzubauen, dass wir auch ein normaler Club werden können. Einer, der so funktioniert wie andere auch, mehr oder weniger mit einem Budget, das man hat, wo nicht ganz so gross ist wie das von den grössten Clubs, aber wo anständig ist, wo man professionell arbeiten kann. Dass es so wie gekommen ist, dass man so eine Institution, eben in dem Sinne institutionalisierten Club, haben können bauen, da hat er den Beitrag geleistet und wir sollten jetzt wahrscheinlich in der Lage sein, das zu machen. Heute Abend ist schon das nächste Spiel. Das erste Spiel ohne Arno del Curto an der Bande, was sicher speziell sein wird im Göpp. Am Freitag geht es weiter mit dem Meisterschaftsbetrieb. Wer steht an der Bande? Wer ist der Chef an der Bande? Also ist klar, heute Abend haben wir jetzt die beiden Assistenztrainer, die Mannschaft führen müssen. Mit ihnen wird man dann auch das Gespräch aufnehmen mit ihnen und schauen, was machen wir generell als Interimslösung? Das ist noch nicht eine definitive Interimslösung, wenn man mal das kann sagen. Und schauen, was passiert am Freitag. Aber heute ist jetzt mal klar, da haben wir jetzt einfach mal gesagt, so ist es und Punkt. Und das sagt noch nichts, über wie es weitergeht. Das müssen wir ab morgen das intensiv besprechen und dann auch Entscheidungen treffen. Aber was wäre schon das Ziel, die Saison noch mit einem Headcoach zu beenden, mit einem neuen? Ja, wenn's geht, oder? Das ist die grosse Frage. Haben wir einen Interim-Coach, der uns irgendwie über die Saison bringt? Der entscheidende Punkt ist, dass wir nicht absteigen, dass nicht etwas passiert, wie bei Kloten passiert ist letztes Jahr. Und wenn man natürlich einen findet, wo man sagt, das ist ein super Coach und mit dem werden wir die nächsten 7 Jahre zusammenarbeiten oder auch die nächsten 3 Jahre, umso besser. Aber wir können uns da nicht drängen lassen, oder? Wir müssen das machen, was wir können. Einer, der schon mal hier gesehen ist, Davos, ist ein Kura-Chef, der momentan Headcoach ist beim EHC Chur, der eigentlich näher dran wäre. Wäre er vielleicht auch mal ein Kandidat? Ja, eben. Also ich bin ja nicht der Spezialist. Der René Müller ist jetzt dran, eine Liste zusammenzustellen von Möglichkeiten. Und morgen schauen wir die an. Und wir haben da noch den Urs Winkler, vor allem im Verwaltungsrat, der viel mehr sportliche Kompetenz mitbringt als ich. Und dann tun wir alle die Namen, die drauf sind, mal anschauen, was ist möglich, was könnte etwas sein. Kura-Chef, so viel weiss, hat er einen Vertrag bei Chur, aber wie gesagt, da kann ich wirklich nichts dazu sagen. Gut. Dann abschließend vielleicht noch etwas. Ich will nicht wissen, was Sie Arno del Curto als letztes noch gesagt haben, bevor er zur Tür raus ist, aber vielleicht gleich. Was ist Ihnen durch den Kopf auch ein bisschen persönlicher? Ich habe gesagt, ich habe in meinem Leben 3-mal das grosse Glück gehabt, mit ganz außergewöhnlichen Leuten zusammenzuarbeiten. Und mit dem ersten war es in New York, mit dem zweiten in Zürich, mit dem dritten in Davos. Und die Zusammenarbeit mit dem dritten ist jetzt zu einem Ende gekommen. Ich hoffe, die Freundschaft
bleibt erhalten, weil es ist eine sehr freundschaftliche Zusammenarbeit war. Und ich war traurig. Das ist so. Gut, danke vielmals.